Auftrag 11. Schicksal. Sehr schick. Können wir uns nichts leisten, können wir uns nichts leisten, aber wir können uns ein paar, eine violette Kugel mal kaufen. Haben wir nämlich einen Devil Trigger mehr, wir können länger teuflisch sein. Okay, das diabolische. Oh, ein großer Sensenmann. Und jetzt wirst du. Okay, ich war für einen ganz kurzen Moment ganz oben. Oh, ich sehe, da hinten ist was blau. Wirst du wohl? Meine Herren! Was hat er denn vor? Oh, ich muss hier weg. Gut, dass der sich regenerieren kann. Den kratzen die Schüsse überhaupt nicht. Okay, neue Strategie. Ja, mal Pistolen. Und mal Alastor. Vielleicht geht's ja damit besser. Auf jeden Fall, seine Maske ist schon mal weg. Na toll, das war's hier. Ich werd bekloppt. Ich werd zum Elsch. Oh, ganz viele blaue Gegenstände. Erstmal zu dem, was hier war. Kann man hier überhaupt unten irgendwie in irgendeiner Form und Weise rein? Sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir halt zur anderen Seite. Ah, hier kommen wir rein. Dann haben wir eins schon mal. Ein blaues Fragment. Du sollst da rüber. Okay, zur anderen Seite. Dann müssen wir erstmal hier rein. Ich sollte die Handschuhe ausrüsten. Denn unsere Rüstungsechsen, die kann man damit ganz, ganz gut ver... Na? Ganz, ganz gut verhauen. Wie man gut sieht. Außerdem kann man so sehr, sehr gut bei dem... Gerade hier unten, das ist eine sehr gute Farmstelle für rote Orbs. Nachdem man hier diese Wand eingetreten hat, dann diese bösen Buben hier vermöbelt. Immer drauf, immer kloppen. Bei einer guten alten Barschlägerei oder Kneipenprügelei. Geht das doch mindestens genauso gut. Oh, ein blaues. Blaues Fragment. 2 von 4. Und wenn er hier immer hoch und dann wieder runter geht, die Viecher tauchen immer wieder auf. Einfach Devil Trigger machen und dann könnt ihr richtig schön rote Orbs farmen. Kann ich euch auch gleich mal zeigen. Das ist
verwandeln ohne Ende. So, er sieht die Viecher im Arsch. So, immer auf die Fresse. Und komm, gib her. Und wenn er jetzt wieder da rausgeht, machen wir da hier unten rein, sind die nämlich wieder da. So kann man stundenlang, das meine ich ernsthaft mit stundenlang, wirklich farmen, bis der Arzt kommt. Und der Trick funktioniert immer. Immer wieder. Oh komm, gib du mir auch noch die Punkte. Komm, einmal machen wir noch. Und dann geht's weiter mit der Hauptstory. Und alle wieder da. Alle unsere kleinen, exischen, gerüsteten Freunde. So, aufpassen, dass ihr euch keinen krampfen Finger zuzieht. Oh, nimm mal Trophäe, 10.000 rote Seelen. Ja, ist doch was. Na, können wir uns noch irgendwas kaufen? Nein, und... Ach, noch lange nicht. Oh, soll ich jetzt nochmal hoch, dass ich mir hin und zurück holen kann? Nö. Ich meine, ich könnte jetzt hier noch stundenlang farmen. Aber das bringt ja nichts. Ich meine, mir bringt das schon was, aber es würde langweilig beim Zusehen werden. Hm, bevor ich es vergesse, Waffe. Alles Tor oder Alas Tor oder wie man es auch immer ausspricht. Jedem das seine, wie man es aussprechen will. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in diesem... Auf dem Sockel ist ein Pokal, geschützt von einem kräftigen Licht. Erweise dich des Zeichens würdig. Soll ich das Zeichen der Keuschheit verwenden? Ja! Das sieht aus wie ein Gehirn. Sie haben Zeichen der Keuschheit verwendet. Und jetzt haben wir einen Pokal. Ne, einen Kelch. Das Gefäß, in dem das Blut der göttlichen Toten aufbewahrt wurde. Ah ja! Blitze? Versperrte Türen? Du schon wieder! Die Kopfschmerzen sind wohl vorbei. Hat Aspirin doch geholfen? Ja, mach du mal deine Pose. Komm! Wow! Komm du mal hin, du! Hi, Opai. Ich vermöbel die nach Strich und Faden. Oh, und im Devil Trigger kann man auch so ganz gut raufhauen, weil er ist einfach zu langsam. Um auch nur irgendetwas dagegen auszurichten. Okay, das hat jetzt gelangt. Ah, jetzt fängt er schon mit Hand-to-Hand-Combat an hier, oder was? So, und jetzt komm schon den Rest, den... Komm schon, das müssen wir auch hinkriegen. Jawohl, haben wir. Oh, hat er sich Aua getan. Und schon wieder dieses Leuchten. Der hat bestimmt eine ganze Familienpackung dafür gebraucht, dass der wieder klar kam in seinem Kopf. Also von Aspirin. Und nu? Hm? Erstmal gibt's Punkte. Ganz viele Punkte.
Mal gucken, wo geht's? Ja? Jawohl, sind wir oben. So, was haben wir denn hier hinten drin? Eine Statue eines goldenen Ritters. Also golden sieht er gar nicht aus. Scheinbar wurde hier einmal etwas abgestellt. Mal überlegen, 1 plus 1 sind ja 11, also von daher gehört hier der Kelch rein. Jawohl, ich hatte recht. Trotzdem war es... Das Spiel man nachfragen muss, soll ich ihn verwenden? Ja, natürlich. Da geht eine Tür auf. Hip, hip, hurra! Nur, es klang jetzt nicht wirklich ernst gemeint von mir, aber ist ja auch wurscht. Grünen Orb sammeln wir noch ein. Oh, da ist noch ein grüner. Ja, gehen wir auch mal durch die Tür. Ich wette, Mission vorbei. Jawohl. 10 Minuten. Kugeln. 1473. Gebrochener Nimbus. Trophy. Ja, da oben stand es ja auch. Das war, ist jetzt nämlich Mission 11. 1 plus 1 ist 11. Ranglisten muss 350 Jahre Rang D11. Naja, immerhin. 1978. Ich glaube, da ist ein Kollege von mir geboren worden. 1978. Ja, ist auch egal. Ich melde mich gleich mit dem nächsten Auftrag wieder zurück. Auftrag 12, Geisterschiff, Ghost Ship, was für ein schlechter Film. Gehen Sie auf das Deck und von dort zur Kapitänskajüte. Nee, erst mal wieder Power-Ups gucken. Hier können wir uns hin und zurück endlich leisten. Und was haben wir denn bei Ifrit? Alles viel zu teuer. Bei Extras, blaue und violette Kugel, aber wir brauchen... Brauchen wir Techniken? Die Technik eigentlich totaler Nonsens ist. Kaufen wir uns lieber hier so eine violette Kugel. Das können wir später immer noch kaufen. Ja, Auftrag beginnen. Unterwassersteuerung. Sie können den Teufeltransformer nicht benutzen. Oh, toll. So, wir haben Kreis und Viereck zum Überprüfen. Dreieck zu schneller Perspektivenwechsel in die Richtung, linkes Stick gedrückt wird. X ist Schwimmen, der linke Stick ins Richtungswechsel. Richtungswechsel auch für Digitalkreuz. Unterwasserpistole aktiviert, müssen Sie zum Fahren. R1 plus Viereck oder X. Die Steuerbefehle beziehen sich auf den Normalmodus. Ja, einen Easy-Modus gibt es hier auch nicht. Nicht mehr. Soweit. Ich weiß. Ja, hier hätten wir auch nochmal kaufen können, aber... Wir sind ja faul. Wir machen das lieber im schönen Auftragsbildschirm. So, da haben wir schon die nächsten Pinocchios. Einen, der sich sogar wehrt. Darf der das? Glaube nicht. Ach, hier haben wir ja wieder unseren roten Seelenspender. Sagrotan Seelenspender, ab sofort in jedem Handel erhältlich. Oder auch nicht. So, was haben wir denn hier? Oh, da unten geht's weiter. Ja, ja, auf einmal ist Devil May Cry ein Ego-Shooter ohne Shooter. Weil wir die Unterwasserknarre ja nicht haben. Ergo, ich muss mich jetzt tierisch beeilen. Jetzt nicht, weil ihm sonst die Luft ausgeht, sondern weil ja auch Gegner sind. Und die mir nicht wohlgesonnen sind. Kann ich hier nichts kaputt machen? Blödes Schiff. Hä? Trophäe? Bücherwurm? Okay. Ach ja, das war ja für die Hälfte aller Gegner. Inschriften oder... Irgendwie sowas. Ich glaube, ich sollte mich in die Viecher einsetzen. Geht dann irgendwie besser.
da hin? Ey, nicht abhauen! Stirb, stirb, stirb! So, sagen wir die Wahl. Oben oder unten? Oh, da liegt was. Das ist die Needle Gun. Die einzige Waffe, die unter Wasser eingesetzt werden kann. Yeah, Needle Gun. Ja, gehen wir doch gleich mal nach unten. Gegner? Gegner? Gibt's hier Gegner? Warum? Frage ich. Oh! Autsch, 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 autsch. Der hat von hinten angegriffen, das ist unfair. Die Waffe kann nur unter Wasser. Ja, hab ich doch! Ach, ist automatisch drinne. Dann hab ich nichts. Bäh. Geh weg! Geh weg! Du stinkendes Etwas. So, können wir hier unten nicht irgendwas zählen? Ah, da hinten hat doch was geleuchtet. Wenn wir die Kisten zerschießen. Oder vielleicht sogar die Fässer? Hm, scheint nicht. Sogar vielleicht das Fass. Jawohl. Ja, ich glaube, das war's auch dann schon wieder. Vielleicht die Fässer da unten noch? Nö. Schade. Schade, schade. Ach, meine Freunde sind auch wieder da. Na komm, machen wir ein bisschen Blitz, Blitz, Blitz. So, schon wieder zurückverwandeln. Lebensenergie ist ja wieder im grünen Bereich. Oh, und haben sogar noch eine grüne bekommen. Hier kann man auch nichts kaputt machen. Ich will was kaputt machen.